Seid gegrüßt, ihr Schnörkelinge. Heute spreche ich als Krypto-Schnören zu euch. Ich rede über Blockchain, Bitcoins, Stablecoins, Altcoins, Memecoins und Binance und versuche, die Begriffe verständlicher zu machen und zu erklären. Deshalb bin ich der Krypto-Schnöre. Ich habe das Thema Bitcoins und Krypto vor einigen Jahren für mich entdeckt. Am Anfang habe ich auf meinem Kartoffel-PC ein Jahr lang Bitcoin geschürft und dabei Informationen, Erfahrungen und hohe Stromrechnungen gesammelt. Hat sich finanziell nicht gelohnt. Danach habe ich begonnen, ein wenig Geld in Bitcoin und Kryptos zu investieren. Auch auf Scams bin ich bereits hereingefallen. Doch eins nach dem anderen. Blockchain, Bitcoin, Altcoins etc. Was ist das alles überhaupt? Ich präsentiere euch heute in diesem Video Informationen aus dem Netz und anschließend meine eigenen Gedanken zu den Themen. Fangen wir mit der Blockchain an. Was ist die Blockchain? Hier haben wir jetzt mal das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, und ich lese einfach mal ein bisschen was daraus vor. Blockchain macht Daten praktisch unveränderbar. Kryptowährungen als prominentester Anwendungsfall einer Blockchain-Technologie. Was ist Blockchain? Blockchain ist eine spezielle Technologie zur Datenhaltung in dezentralen verteilten Netzwerken. Das heißt, Netzwerken, die nicht von einer zentralen Instanz verwaltet werden. Die Daten werden in einzelnen Blöcken aneinandergereiht, wobei neue Datenblöcke am Ende angehängt werden und so auf den Rechnern im Netzwerk gespeichert. Durch den Einsatz kryptografischer Methoden bleibt diese chronologische Reihenfolge stets erhalten und jede nachträgliche Manipulation an den Daten kann sofort entdeckt werden. Ein sogenannter Konsensmechanismus sorgt dafür, dass sich alle Rechner im Netzwerk über den jeweils aktuellen Stand der Blockkette oder Blockchain einig sind. Mit Blockchain ist es möglich, Transaktionen, zum Beispiel im Zahlungsverkehr mit Kryptowährungen, ohne zentrale Instanz vertrauensvoll und transparent zu verifizieren. Das lese ich noch vor und dann kommt der Schnörkel, der Krypto-Schnörenteil. Die wichtigsten Ziele der Blockchain-Technologie auf einen Blick. Unveränderliche, manipulationssichere Daten. Verteilte, konsensuale Datenspeicherung ohne zentrale Instanz. Für alle Nutzerinnen und Nutzer transparente und nachvollziehbare Transaktionen. Ich zeige euch jetzt in der Zeit kurz ein Bild. Jetzt mit eigenen Worten. Eine Blockchain ist ein Datennetzwerk, das Informationen speichert. Es funktioniert dezentral und kann verschiedene Funktionen ausführen, wie zum Beispiel Zahlungen mit Bitcoins oder NFT. Das ist aber ein anderes Thema. Die Daten werden gespeichert und müssen von anderen bestätigt werden. Außerdem sind die Transaktionen auf der Blockchain einsehbar. Hier sieht man das jetzt live von da nach da, so viel Dollar. Wenn wir jetzt gerade schon beim Bitcoin sind, was ist der Bitcoin? Bitcoins sind digitale Werteeinheiten, die als dezentrale Währung dienen sollen. Es gibt sie nur als Bits und Bytes auf Speichermedien. Im Alltag kannst du nur höchst selten mit Bitcoins bezahlen. Hinter Bitcoins steht kein Staat und keine Zentralbank, sondern eine weltweite Datenliste, die sogenannte Blockchain. Mit eigenen Worten. Bitcoin ist eine Kryptowährung und aus meiner Sicht aus folgenden Gründen etwas ganz Besonderes. Erstens, Bitcoin funktioniert dezentral. Zweitens, Bitcoin ist begrenzt. Wir können 21 Millionen Stück erzeugen und dann ist Ende im Gelände. Drittens, man muss immer mehr Energie investieren, um neue Bitcoins zu erschaffen bzw. zu schürfen bzw. zu minen. Ebenso wie bei Gold. Viertens, Bitcoin hat keinen Chef. Fünftens, jeder kann Bitcoin kaufen und mitmachen. Sechstens, das Bitcoin-Netzwerk ist stabil und relativ sicher.
Siebtens. Das Bitcoin ist aus dem Gedanken heraus entstanden, dass unser aktuelles Geldsystem ein Problem hat. Bitcoin versucht, diese Probleme zu lösen. Man kann die Bitcoin als Wertespeicher, also quasi als digitales Gold, verstehen. Aber auch als Zahlungsmittel durch das Bitcoin Lightning Netzwerk gewinnt Bitcoin an Verbreitung. So zum Beispiel bei McDonald's in der Schweiz, in Parkhäusern in Belgien, in Online-Shops und mehr. Jedoch nicht nur schwurbeln und schwärmen, es gibt ein Aber. Bitcoin ist aktuell sehr volatil, das bedeutet, der Kurs schwankt sehr stark. Außerdem bin ich persönlich Befürworter von Bargeld. Leider ist es meiner Meinung nach systemimmanent, dass dieses über kurz oder lang abgeschafft wird. Okay, soweit so knusprig. Blockchain? Check. Bitcoin? Check. Und was sind Stablecoins, Altcoins und Memecoins? Machen wir weiter mit dem Stablecoin. Was sind Stablecoins? Stablecoins sind Währungen, die an Vermögenswerte wie den US-Dollar gebunden sind. Mit ihnen kannst du jederzeit schnell und zu geringen Kosten andere Kryptowährungen handeln. Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen sind Stablecoins keine Renditeobjekte, denn ihr Kurs bleibt nahezu bla bla bla. Und hier wird jetzt unterschieden zwischen verschiedenen Stablecoins. Also stable, stabil, stabile Münze. Es liegt in der Natur von Kryptowährungen, dass ihr Wert stark schwankt. Bei Stablecoins, die mit einer herkömmlichen Fiat-Währung wie dem US-Dollar unterlegt sind, ist dies nicht der Fall. Es gibt auch krypto-gekoppelte Stablecoins. Auch krypto-gekoppelte Stablecoins orientieren sich am Kurs von Fiat-Währungen. Im Gegensatz zu den Fiat-gekoppelten Stablecoins sind sie aber durch Kryptowährungen sehr gering. Ja, das sollen Altcoins sein. Was schaut denn hier unser nächstes Bildchen? Ach ja. Der Kryptoschnören versteht es so. Stablecoins sind Kryptowährungen, die stabil sein möchten. Grüße an Otto an der Stelle. Dafür koppeln sie ihren Preis zum Beispiel an Fiat-Währungen, also zum Beispiel an den US-Dollar, Rohstoffe oder andere Waren. Es gibt verschiedene Formen von Stablecoins. Auch diese funktionieren zum Beispiel als Zahlungsmittel. Jede Blockchain funktioniert unterschiedlich in Bezug auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Dezentralität. Das nennt man das Trilemma. Das ist das hier. Das Trilemma wurde vom Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin vorgestellt. So. Dann wird einmal kurz der Bildschirm gewechselt. Damit haben wir die Hälfte durch. Disclaimer an dieser Stelle. Ich bin nur eine zufällige Person im Internet und kein Finanzberater. Das Video stellt ausdrücklich keine Finanzberatung dar, sondern die dient lediglich der Verbreitung von Informationen. Wenn ihr euch für das Thema interessiert, lasst es mich wissen, informiert euch weiter, recherchiert, sprecht mit Freunden und schwurbelt. Dann machen wir jetzt weiter mit den Altcoins. Was sind Altcoins? Altcoins sind, wie Bitcoin, digitale Vermögenswerte, die auf Blockchain-Technologie basieren. Altcoins enthalten andere Funktionen und Validierungsprotokolle als Bitcoin. Litecoin, eine modifizierte Version von Bitcoin, zielt zum Beispiel darauf ab, niedrigere Gebühren und Transaktionszeiten im Vergleich zu dem populären Vorgänger zu bieten. Was sind Altcoins? Die bekannteste Kryptowährung ist wohl der Bitcoin. Doch das Gegenstück zum Bitcoin sind die Altcoins. Altcoins, alternative Münzen, sind eigentlich ein allgemeiner Begriff,
mit dem man alle anderen Formen von Kryptowährungen außer Bitcoin meint. Bitcoin hatte einige Jahre lang ein Monopol in der Welt der Kryptowährung, bis die zweite Kryptowährung namens Namecoin auf den Markt kam. In der Zwischenzeit sind viele verschiedene Altcoins hinzugekommen. Heutzutage gibt es sie in allen Formen und Größen. Altcoin ist die Abkürzung für alternative Währung. Mit dieser Bezeichnung werden alle Kryptowährungen außer Bitcoin bezeichnet. Ein Altcoin ist also eine Alternative zum Bitcoin, der 2008 als erste Kryptowährung selbst geschaffen wurde, um eine dezentrale Alternative zum traditionellen Finanzsystem zu bieten. Fast fertig mit dem offiziellen Teil. Wie bei den Kryptowährungen gibt es auch bei den Altcoins verschiedene Varianten. Denken Sie an Chainlink, Ripple, Cardano, Ethereum oder Litecoin. Der Kryptoschnören würde sagen, alles, was nicht Bitcoin ist, ist ein Altcoin. Diese versuchen ebenfalls das oben angesprochene Trilemma zu lösen, also das Problem des Balanceaktes zwischen Dezentralität, Skalierbarkeit und Sicherheit. Damit haben meiner Meinung nach die meisten von ihnen eine Daseinsberechtigung, wie zum Beispiel XRP von Ripple. Dennoch gibt es mittlerweile mehr Shitcoins auf dem Markt, als man zählen kann. Auf CoinMarketCap, das seht ihr jetzt hier gerade, gibt es heute, Stand 5.06.2024, über 2,4 Millionen Kryptowährungen. Das ist Wahnsinn. Soweit zu knusprig. Dann machen wir mit den Meme-Coins weiter. Was sind Meme-Coins? Meme-Coins sind Kryptowährungen, die oft von Internet-Memes oder Trends inspiriert sind. Sie haben oft keinen intrinsischen Wert und sind durch ihre Volatilität gekennzeichnet. Trotz ihres inhärenten Risikos haben Meme-Coins aufgrund der Möglichkeit hoher Renditen und ihrer Rolle in der digitalen Kultur an Sichtbarkeit gewonnen. Was sind Meme-Coins? Erklärung und kritische Hinterfragung. Meme-Coins finden immer mehr Anklang in Deutschland. Vor allem durch die teilweise hohen Kurssteigerungen von 10.000% innerhalb von 1 bis 2 Monaten sind Meme-Coins ein beliebtes, aber auch gefährliches Spekulationsobjekt. In diesem Artikel werden wir genauer erklären, was Meme-Coins sind, wie sie funktionieren und welche Zukunft Meme-Coins haben. Bevor wir auf die einzelnen Projekte eingehen, wollen wir zunächst einmal klären, wie und ob sich Meme-Coins von normalen Kryptowährungen unterscheiden. Unter dem Begriff Meme-Coin lässt sich sämtliche Krypto-Projekte zusammenfassen, deren Markenursprung auf einem Internetwitz, gesellschaftlichen Gag oder kuriosen Ereignis basiert. Ein Simpsons-Coin zum Beispiel. Der Kryptoschnören würde es so formulieren. Meme-Coins sind Altcoins, welche ohne eine echte Funktion auskommen. Trotzdem schaffen sie es aufgrund ihrer Beliebtheit bzw. guten Marketing, zum Beispiel Dogecoin, Shiba Inu oder Pepe der Frosch, hohe Gewinne einzufahren. Das ist gleichzeitig verlockend, aber auch gefährlich. Erinnerung, es gibt über 2,4 Millionen Altcoins. Kommen wir zum letzten Teil, zu Binance. Wie bereits erwähnt, investiere ich mittlerweile regelmäßig in Bitcoin und Krypto. Hierzu benutze ich Binance. Achtung, dieser Beitrag enthält ein Refki. Was ist Binance? Binance ist die größte Kryptobörse der Welt. Stand jetzt. Riesige Auswahl an Kryptowährungen, es gibt wirklich viele, aber nicht alle. Sehr geringe Handelsgebühren. Staking. Lending, Yield Farming, NFT. Das sind die Vorteile, die beiden Nachteile, die hier aufgelistet sind. Ausstehende Lizenzierung durch die BaFin, das heißt, die haben keine Regulierung für Deutschland und den europäischen Markt zum Großteil. Und es ist nicht auf Deutsch verfügbar.
Hier jetzt mal ein Artikel von heute, 5. Juni 2024. Binance ist jetzt über 100 Billionen Dollar wert und übertrifft Firmen wie UBS, Dell, Starbucks und andere. Der Schnören mag Binance. Binance ist die Kryptobörse meiner Wahl. Generell gibt es verschiedene Methoden, Krypto zu kaufen und zu verwalten. Ich habe mich damals zufällig bei Binance angemeldet und weiß viele Funktionen zu schätzen. Seit 3 Jahren hatte ich keine Probleme mit Ein- und noch wichtiger Auszahlungen gehabt. Ganz im Gegenteil. Dazu kommen weitere nette Funktionen wie das Launchpad, mit dem man neue Coins miterzeugen kann und einen Teil jener Coins erhält. Oder das Earning, das einem Zinsen gibt, der täglich aufgerechnet werden kann. Und. Es gibt auch Funktionen, bei denen ich froh bin, dass sie nicht für mich freigeschaltet sind. Zum Beispiel der Future-Account oder das Hebeln. Binance hat veröffentlicht, dass sie die MiCA-Bestimmung umsetzen. Was das ist, kann man hier zum Beispiel auf der Seite von der BaFin nachlesen. Links sind alle in den Kommentarbereichen oder in der Beschreibung, je nachdem, ob Twitch oder YouTube. Das sind die beiden Plattformen, auf denen ich das veröffentlicht werde. Das ist mein erstes Video in dieser Form. Und last but not least, wenn ihr schon mal damit geliebäugelt habt, euch auf einer Kryptobörse anzumelden und Binance verwenden wollt und mich unterstützen möchtet, könnt ihr gerne diesen Reflink hier benutzen. Ich schicke das auch nochmal unten in den Bereich, wo man es verwenden oder lesen kann. Und ansonsten wären wir mit dem ersten Video zum Thema Schnören erklärt Kryptokram und schwurbelt durch. Ich sage vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Bleibt knusprig und auf Wiederschnüren.